Sehr geehrter Herr Bundesminister Altmaier, ich spreche Sie in Ihrem Amt an, obwohl Sie en privé sind heute Abend. Lieber Herr Professor Machtan, Entschuldigung, lieber Prinz Georg Friedrich, liebe und sehr verehrte Damen und Herren. Was macht man als Wissenschaftsverlag, wenn ihm ein Werk angetragen wird, das einen Beitrag zu einer erhitzt geführten politischen Debatte darstellt? Ganz genau, man veröffentlicht es. Nicht als Partei selbstredend, sondern als Institution des Wissenschaftsbetriebs. Selbst wenn wir uns entgegen so mancher Wahrnehmung als strikt neutraler Vermittler wissenschaftlicher Ergebnisse verstehen, bleibt es dann und wann nicht aus, dass ein solcher Beitrag eben auch von politischer Relevanz ist. Als wir also gefragt wurden, ob Lothar Machtans, der Kronprinz und die Nazis für unser Verlagsprogramm in Frage käme, hatten wir zu keiner Sekunde irgendeinen Zweifel, das Thema könnte vielleicht deswegen zu heiß sein, weil das Ergebnis keinem klaren Narrativ folgt. Dass wir deswegen Ärger von bestimmter Seite bekommen könnten, ganz im Gegenteil. Widerspruch gehört auch in unserer Branche zum Geschäft und wirkt doch durchaus belebend. Heutzutage kann man bei Zeiten aber den Eindruck gewinnen, die Bedeutung der in freien Systemen unverzichtbaren Kulturtechnik eines freien Marktplatzes der Ideen sei manchen nicht mehr so ganz geläufig. Es ist in der Tat vollkommen irrelevant, ob ein Wissenschaftsverlag das Ergebnis einer Ausarbeitung ideologisch gefällt oder nicht. Selbiges gilt ebenso für die Öffentlichkeit. Das einzig entscheidende Kriterium ist die Antwort auf die Frage, ob das Werk höchsten wissenschaftlichen Ansprüchen genügt. Also abbildet, was ist und nicht abbildet, was sein sollte, losgelöst von der enge Alleinvertretungsanspruch erhebender Weltanschauung. Eben weil wir als Verlag vom Prinzip der Stärke einer zivilisierten und tatsächlich pluralistischen Debatte absolut überzeugt sind, hat dieses Werk als der historischen Wissenschaft zugehörig bei uns sein ganz natürliches Habitat. Es erfüllt genannte Kriterien zweifellos. Vernünftigerweise hat es nicht den Anspruch, allerletzte Gewissheiten zu verkünden. Das wäre vermessen. Es ist aber, und da funken Autor und Verlag auf der absolut selben Welle, zu Recht den Anspruch, ein absolut ernstnehmender Beitrag zu einer freien Debatte zu sein, die dieses Begriffes würdig ist. Mit der Kronprinz und die Nazis ist man zu diesem Thema auf dem faktisch neuesten Stand der Dinge. Und weil es so schön ist, setzt der Verlag Dunker und Humblot zu einem veritablen Doppelschlag an. Im Herbst dieses Jahres wird mit dem von den Professoren Kroll, Hillgruber und Wolfsohn herausgegebenen Sammelband Die Hohenzollern-Debatte Beitrag zu einem geschichtspolitischen Streit ein weiteres sich mit der Rolle des Hauses Hohenzollern befassendes Werk erscheinen. Sie sehen also, wir sind ganz nah dran
an diesem uns sicherlich noch länger beschäftigenden Komplex. Wer sich also mit beiden Büchern befassen will, befindet sich ohne jeden Zweifel in der Schwergewichtsklasse, um eine Sportmetapher zu bemühen. Weil es also heute um einen Kronprinzen geht, befinden wir uns nun an diesem historischen Ort, dem zerstörten, ursprünglichen und dem jetzigen, wieder aufgebauten Kronprinzenpalais. Zwar ist es nicht zu Ehren des heutigen Protagonisten erbaut worden, dessen bin ich mir voll und ganz bewusst. Der Name erschien uns für das heutige Vorhaben dennoch so ideal und wir wollten da einfach mal nicht so pingelig sein. Prinz Georg Friedrich ist es zu danken, dass sich hier so großzügig die Türen dieses schönen Hauses öffnen. Seien Sie alle im Namen des Verlages von Herzen willkommen. Zum Thema dieses Abends bin ich nun leider hinreichend inkompetent. Was mich zwingend dazu bringt, das Feld für diejenigen zu räumen, die tatsächlich über Expertise verfügen. Georg Friedrich von Preußen, Herr Bundesminister Peter Altmaier und schließlich Professor Machtan im Gespräch mit Frau Anja Reschke vom Norddeutschen Rundfunk, die ich ebenfalls ganz herzlich begrüße. Ich wünsche uns allen einen sehr spannenden Abend, der musikalisch vom Fabianer Striffler-Trio umrahmt wird. Mein Name ist Florian Simon und ich freue mich, dass Sie alle den Weg ans Forum Fridericianum gefunden haben. Danke. Lieber Herr Dr. Simon, sehr geehrter Bundesminister, lieber Altmaier, lieber Herr Professor Machtan, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete des Deutschen Bundestages, meine sehr verehrten Damen und Herren, über Ihr so großes Interesse an dem nunmehr fertigen Buch freue ich mich ganz besonders. Und Ihnen, lieber Herr Dr. Simon, danke ich sehr für die freundliche Begrüßung, für die einführenden Worte, wie es denn zu diesem Werk gekommen ist. Und natürlich danke ich Ihnen auch sehr für die Gelegenheit, dass ich einige Worte an Sie richten kann. Es wurde ja gerade schon erwähnt, dieser Ort hier, das sogenannte Kronprinzenpalais, hat tatsächlich einen großen Familienbezug zu meinen Vorfahren, denn für viele von Ihnen war dies hier ein Zuhause, insbesondere ihrer Kindheit und Jugend. Und im Übrigen, Kronprinz Wilhelm, auch wenn er weder der Bauherr war, noch wenn es für ihn erbaut wurde, hat sage und schreibe 13 Jahre lang hier gewohnt. Und Sie alle sitzen mehr oder weniger in seinem Arbeits- und Empfangszimmer. Aber auch schon Friedrich der Große hat hier als Kronprinz, gerade nach seiner Versöhnung mit seinem Vater, hier gewohnt, wenn er in Berlin war. König Friedrich Wilhelm IV., Kaiser Wilhelm I. und Kaiser Wilhelm II. Sind hier auf die Welt gekommen, so ein Stockwerk unter uns. Die Maler Adolf von Menzel und Anton von Werner gingen hier ebenso ein und aus wie Rudolf Virchow, Hermann von Helmholtz oder Wilhelm von Bode. Sie alle waren Vertraute des liberalen Kronprinzen und 99-Tage-Kaisers Friedrich III. Und seiner Frau Victoria. Übrigens befand sich hier auch bis 1933, sozusagen als Dependance der Nationalgalerie, einer der wichtigsten Sammlungen impressionistischer und expressionistischer Künstler. Der größte Teil ist dann im Rahmen der Aktion Entartete Kunst verbracht und zum Teil vernichtet worden. Die Kriegsruine dieses Palais ist 1961 schon abgetragen worden und 1968 aber dann wieder aufgebaut worden, und zwar als Gästehaus für den Magistrat von Ost-Berlin. Diese Entscheidung des sozialistischen Städtebaus war vielleicht ja schon so ein gewisser Vorbote der Preußen-Renaissance, die sich später, insbesondere in den 80er Jahren, in der DDR einstellen sollte. Dann später hieß das Haus Palais unter den Linden und erneut wurde es Schauplatz
der Geschichte. Denn 1972, anlässlich der Unterzeichnung des Grundlagenvertrags zwischen DDR und der Bundesrepublik Deutschland, fand ja ein Buffet statt für ja, alle Protagonisten damals. Und natürlich, aber die meisten von Ihnen werden das wissen, der Höhepunkt der Geschichte dieses Hauses sozusagen war ohne Zweifel der 31. August 1990, denn hier wurde der Einigungsvertrag unterzeichnet, der nach 40 Jahren Teilung bzw. die deutsche Teilung nach 40 Jahren beendet hat. In der Geschichte des Kronprinzenpalais haben sich die großen Brüche, wie Sie hören, des 20. Jahrhunderts also ähnlich intensiv niedergeschlagen wie in der schwierigen Biografie meines Urgroßvaters. Allerdings sollte sein Wohnhaus nicht das letzte in Berlin-Mitte rekonstruierte Gebäude bleiben, bei dem Schein und Sein, die prunkvolle historische Fassade und das moderne Innenleben in einer gewissen Spannung zueinander stehen. Dieser Eindruck der Spannung entsteht bei mir auch, wenn ich das Bild auf dem Umschlag des Buches mir so anschaue, das heute vorgestellt wird. Vielleicht haben Sie ja auch gedacht, die gelöste Stimmung auf dem Coverfoto passt eigentlich nicht so wirklich. Lachende Damen im Hintergrund, mein Urgroßvater, eben nicht preußisch-soldatisch, wie man sich es eigentlich vorstellt, eher in der Pose eines fröhlichen Dandys. Die Uniformteile hat er ohne wirkliche Rücksicht auf militärische Vorschriften so zusammengestellt, wie es ihm gefiel. So Pins und Abzeichen von vorherigen Veranstaltungen, die fehlfarbenen Handschuhe und nicht zuletzt die Hakenkreuzbinde, die eigentlich nicht zu dieser Uniform gehörte und deren Tragen ihm sein Vater im Herbst 1933 sogar verboten hat. Diese unbekümmerte und sogar ja, nachlässige Haltung war wohl in vieler Hinsicht charakteristisch und nicht untypisch für ihn. Zuerst habe ich gedacht, als ich dieses Coverfoto gesehen habe, dass es die Rolle meines Urgroßvaters vielleicht sogar ein wenig beschönigen könnte, weil irritiert nicht gerade diese naive Fröhlichkeit. Und dazu auch interessant die bunten Farben, die uns das Ganze ja verstörend nahebringen. Aber gerade deshalb stellt uns dieses Foto ja auch eine wichtige Frage. Wie lässt es sich in ein Geschichtsbild einfügen, in das es nicht passen möchte? Es stößt den Betrachter auf Widersprüchlichkeiten einer Epoche, über die wir, und zwar vollkommen zu Recht, ein klares Urteil haben. Das Problem, ein schönes Bild illustriert ein unschönes Thema. Und ein unschönes Thema kann eben auch abschrecken. Ein unschönes Thema erfordert Mut, will man sich ihm stellen, sei es vom Autor, sei es vom Verlag oder sei es auch von uns allen, die heute Nachmittag, heute Abend hier sind. Interessanterweise hat mein Urgroßvater in den Erzählungen meiner Familie keine große Rolle gespielt. Und übrigens gerade auch im Vergleich zu den drei anderen Urgroßvätern, über die ich schon in meiner Kindheit und Jugend immer wieder einiges gehört hatte und dann am Ende auch wesentlich mehr wusste. Das lag übrigens aus meiner Sicht nicht daran, wie es auch schon mal berichtet wurde, dass man bei Preußens nicht über die Nazis oder den Nationalsozialismus gesprochen hätte. Eigentlich im Gegenteil. Also wenn Sie sich zum Beispiel auch Interviews meines Großvaters Louis Ferdinand anschauen, die auch teilweise auf YouTube abrufbar sind, werden Sie genau das Gegenteil sehen. Gerade über diese Zeit hat er auch sehr viel und intensiv gesprochen. Aus meiner Sicht lag das Nicht-Erwähnen der Person des ehemaligen Kronprinzen vielmehr an dem symptomatischen Vater-Sohn-Konflikt, der sich interessanterweise ja in nahezu jeder Generation meiner Familie zu wiederholen scheint. Das überlieferte Bild von meinem Urgroßvater war daher in der eigenen Familie, zumindest bei mir, ähnlich verschwommen und unscharf wie in der bisherigen Geschichtsschreibung. Seit dem Sommer 2019 sind sein Handeln und sein Charakter aufgrund der sogenannten Unwürdigkeitsklausel in § 1 Absatz 4 des sogenannten Ausgleichsleistungsgesetzes unverhofft zu einer öffentlich heiß diskutierten Streitfrage geworden.
Mir persönlich wurde von mancher Stelle oder von mancher Seite unterstellt, ich wolle eine unparteiische Bewertung der historischen Persönlichkeit des Kronprinzen aus familiären Rücksichten behindern. Ich versichere Ihnen, nichts liegt mir ferner als das. Da ich meine Familie und mich bei der Aufarbeitung auch der dunklen Kapitel unserer Geschichte in der Verantwortung sehe, kam relativ früh der Wunsch auf, zu einem umfassenden Kenntnisstand über diese Thematik beizutragen. Und hier hat dann der Zufall ein bisschen nachgeholfen. Vor einigen Jahren habe ich den Bremer Professor Lothar Machtan kennengelernt, den Autor des heute zu präsentierenden Werkes. Und als wir uns kennengelernt haben, das war auch eine Buchpremiere, und zwar in der Parlamentarischen Gesellschaft, also unweit von hier. Nachdem die Causa Kronprinz in den letzten Jahren erste Wellen geschlagen hatte, kam Lothar Machtan mit einer Idee auf mich zu, die schließlich zur Entstehung des hier präsentierten Buchs Der Kronprinz und die Nazis und Hollands blinder Fleck führte. Er hat mir vorgeschlagen, wörtlich, sich der historischen Wirklichkeit des Verhaltens meiner Familie im Dritten Reich mit größtmöglicher Schonungslosigkeit zu stellen. Und als ob die Unterstützung eines solchen Projektes durch mich für manche ja nicht schon irritierend genug wäre, geht auch noch das Gerücht um, Lothar Machtan und ich würden uns gut verstehen. Das würde ich heute Abend gerne richtigstellen. Wir verstehen uns nicht gut, wir sind sogar befreundet. Lieber Lothar, es ist meine feste Überzeugung, dass man trotz unterschiedlicher Meinungen und Ansichten gut befreundet sein kann. Denn das wird uns beiden ja hin und wieder unterstellt. Und tatsächlich gibt es ja auch Momente, wo wir vielleicht nicht unbedingt immer der gleichen Meinung sind. Beispielsweise denke ich an die Frage der grundsätzlichen Legitimität von historisch gewachsenem Privateigentum. Ein Thema, dem du, lieber Lothar, und Sie, sehr verehrter Herr Professor Brandt, sich ja vor einigen Wochen in der Süddeutschen Zeitung kritisch gewidmet haben. Unsere Freundschaft beruht darauf, dass man sich menschlich schätzt. Und dazu gehören Kritik, unschöne Wahrheiten und auch Meinungsverschiedenheiten genauso dazu, wie gemeinsam auch mal einen guten Wein zu trinken oder wie wir beide auch dem armen SV Werder Bremen, auch in der zweiten Liga, die Daumen zu drücken. Übrigens haben unterschiedliche Meinungen einst auch meinen Großvater, Prinz Louis Ferdinand, und den damals regierenden Bürgermeister und späteren Bundeskanzler Willy Brandt eben gerade nicht davon abgehalten, ein ausgesprochen freundschaftliches Verhältnis zueinander zu pflegen. Die Historikerzunft kann nicht die Norminstanz für so etwas wie ein vorschriftsmäßiges Geschichtsbewusstsein darstellen. So etwas prägt sich nur über den geschichtspolitischen Diskurs heraus. Und der bedarf dringend kontroverser Auffassungen und unterschiedlicher Perspektiven. Niemand kann hier ein Deutungsmonopol beanspruchen. Dieses, wie ich finde, sehr treffende Zitat stammt leider nicht von mir, sondern von dir, lieber Lothar Machtan. Das fällt ausdrücklich in die aus meiner Sicht Kategorie Gemeinsamkeiten und dementsprechend stimme ich dem voll und ganz zu. Es geht eben nicht nur um unsere Meinungen, sondern auch um die Haltung, mit der wir sie anderen gegenüber vertreten. Eine echte Debattenkultur beruht darauf, sich selbst und die eigene Arbeit relativieren zu können. Das heißt, beides als Teil eines größeren Zusammenhangs zu betrachten, über den wir als Einzelne eben gerade nicht verfügen können. Könnten in Wissenschaft und Politik zu Streitfragen einheitliche Meinungen ex cathedra bestimmt werden, wäre es mit Wissenschaftsfreiheit, offener Gesellschaft und Demokratie ganz schnell vorbei. Neue Funde bestätigen ältere Urteile oder sie werfen sie über den Haufen. Jedenfalls wäre es doch absurd, neue Erkenntnisse zu ignorieren, nur weil sie einen vermeintlichen Konsens erschüttern könnten. Interessant ist doch das ganze Bild. Und dazu gehören auch Licht und Schatten. Dazu gehören auch Rätsel und Widersprüche.
Forschung ist schonungslos oder sie ist keine. Natürlich ist der Inhalt von Lothar Machthans Buch über meinen Urgroßvater für uns Nachkommen an vielen Stellen alles andere als erfreulich. Einiges davon hat mich überrascht, anderes hat mich sogar erschüttert. Aber es hat mich auch nicht beunruhigt. Ich will ganz offen sein. Es gab neben den unzähligen Burg- und Markgrafen in meiner Ahnenreihe 11 brandenburgische Kurfürsten, 5 preußische Könige und dann noch einmal 3 Könige von Preußen, die auch deutsche Kaiser waren, mit ihren jeweiligen Lebens- und Fehlleistungen. Von den ganzen unzähligen nicht regierenden Familienangehörigen, die auch immer ihre öffentliche Rolle hatten, ganz zu schweigen. Sie alle sind Teil meiner Familie. Im Unterschied zu diesen 19 regierenden Fürsten aus dem Hause Brandenburg hat der ehemalige Kronprinz, wie Sie wissen, nie einen Thron bestiegen. Er war ab 1941 der Chef des Hauses, was aber nicht unbedingt heißt, dass alle Familienmitglieder so gedacht oder so gehandelt haben wie er. Auch hier gab es viele Schattierungen. Mein Großvater, Prinz Louis Ferdinand, und übrigens auch eine ganze Reihe von engen Mitarbeitern des Kronprinzen standen in Verbindung mit den Verschwörern des 20. Juli 1944. Prinz Friedrich Leopold von Preußen, der in Glienicke groß geworden ist, saß ab 1944 im KZ Dachau und wurde 1945 als SS-Geisel in Südtirol befreit. Auf der anderen Seite darf aber auch das Tun von August Wilhelm nicht verschwiegen werden. Er war einer der Kaisersöhne, also ein jüngerer Bruder des Ex-Kronprinzen und hielt der NSDAP bis zum Schluss die Treue, auch in einer Zeit, wo sie ihn vermutlich, das legen Dokumente nahe, schon längst abgeschrieben hatten. Und Lothar Machthan hat diesem Kaisersohn bei Hitler ja sogar ein ganzes Buch gewidmet. Eine große Tageszeitung hat mich neulich zitiert mit den Worten, ich sei nicht der Anwalt des Kaisers. Das stimmt. Und auch nicht der des Kronprinzen. Und hier könnte ich noch hinzufügen, dass zumindest ich auch nicht die Rolle des Staatsanwalts beanspruche, von der eines Richters ganz zu schweigen. Um entsprechenden Fragen zuvorzukommen, was all das für das vermögensrechtliche Verfahren bedeutet, das ist für mich in diesem Zusammenhang erstmal zweitrangig. Was ich mir von dem hier präsentierten Buch und somit von unserem heutigen Abend erhoffe, ist keineswegs eine Entlastung, welcher Art auch immer, meines Urgroßvaters. Was ich mir vielmehr wünschen würde, ist eine offene Diskussion der Frage, welche Bedeutung und welche Folgen sein Tun und etwaiges Fehlverhalten für unsere Gegenwart legitimerweise haben kann und haben soll. Vor diesem Hintergrund danke ich insbesondere Ihnen, lieber Herr Dr. Simon und allen Angehörigen von Dunker und Humblot, dass Sie sich so vorbehaltlos und mutig, alles, was Sie vorhin erzählt haben, kann ich unterschreiben, dieses schwierigen Themas angenommen haben. Für mich war und ist es nebenbei auch ein großes Privileg, die Entstehungsgeschichte eines Buches mal von Anfang an mitzuerleben, zumal wenn es ja auch um die eigene Familie geht. Sehr geehrter Herr Bundesminister Altmaier, ich freue mich ganz besonders, dass auch Sie zu uns sprechen werden. Und diejenigen, die Sie kennen, mehr oder weniger wissen ja auch von Ihrem profunden historischen Wissen. Und ich hatte einmal die Gelegenheit, in einem etwas kleineren Kreis dabei zu sein, wie Sie einen sehr spontanen Vortrag zur preußischen Geschichte gehalten hatten über Preußen, preußische Geschichte, auch im 20. Jahrhundert. Und nach einer Weile hat sich ein Freund, der neben mir saß, so zu mir rübergelehnt und hat mir so sehr ehrfurchtsvoll zugeraunt und meinte so, du, ich habe das Gefühl, der weiß mehr über euch Bescheid als du selbst. Ich habe das damals entsprechend unbeantwortet gelassen und freue mich gerade deswegen auch gemeinsam mit allen hier Anwesenden auf Ihre Worte und danke Ihnen allen sehr, sehr herzlich. Dankeschön.
Sehr geehrter Herr Professor Machtan, sehr geehrter Prinz Georg Friedrich, sehr geehrter Dr. Florian Simon, meine sehr verehrten Damen und Herren Historikerinnen und Historiker, Vertreterinnen und Vertreter von Presse, Funk und Fernsehen und interessierte Besucher dieser Veranstaltung. Ich freue mich sehr, dass ich heute Abend mit Ihnen einige Gedanken teilen darf. Und ich habe die Einladung auch gerne angenommen. Und zwar schon allein deswegen, weil ich mich freue über jeden, der ein Buch schreibt. Vor allen Dingen, wenn davon auszugehen ist, dass er das Buch selbst geschrieben hat. Und ich freue mich dann noch mehr, sehr geehrter Herr Professor Machtan, wenn ich jemanden treffe, der ein historisches Buch schreibt oder geschrieben hat, weil ich finde, dass die Beschäftigung mit der eigenen Geschichte von besonderer Bedeutung ist. Ich komme darauf zurück. Und natürlich freue ich mich am meisten, wenn Bücher nicht nur geschrieben, sondern auch gelesen werden. Und meine Leidenschaft für historische Sachverhalte hat dazu geführt, dass ich mit Hilfe der neuen digitalen Möglichkeiten, Plattformen wie ZVAB, auch sehr viele Werke erworben habe, die von den Protagonisten der damaligen Zeit im 19. und 20. Jahrhundert persönlich geschrieben wurden. Und wenn man sie dann anschaut, in ihrer Frakturschrift, auf holzfreiem Papier, von bester Qualität bis zum Ende des Ersten Weltkrieges jedenfalls, und dann stellt man fest, dass die allermeisten Bücher über Otto von Bismarck, über Bernhard von Bülow, über den Kaiser und damals auch schon über den Kronprinzen, auch nicht allzu viele Leser hatten. Denn manche öffnet man zum ersten Mal. Und deshalb ist es auch keine Erscheinung unserer Zeit, dass das Interesse für Bücher und für Geschichte vielleicht nachlässt. Aber die Bücher und die Geschichte haben es noch schwerer, weil sie so viel Konkurrenz von anderen Inhalten bekommen haben. Ich habe vor einiger Zeit deshalb auch entschieden, Einladungen zu Buchvorstellungen für Bücher mit historischem Inhalt anzunehmen, darüber zu diskutieren, auch kontrovers, dort, wo es meiner Meinung entspricht. Aber ich möchte gerne zwei Klarstellungen vornehmen, damit die inhaltliche Debatte auch ein wenig erleichtert wird. Erstens, an dieser Buchvorstellung wirke ich, Dr. Simon hat es schon gesagt, als Privatperson mit. Ich bin hier nicht als Vertreter der Bundesregierung und ich bin auch nicht als Bundesminister für Wirtschaft und Energie hier anwesend. Das würde weder in die Zuständigkeit der Regierung insgesamt noch in die meines Ressorts fallen. Und das ist der Regel, wenn ich mich zu Buchbeiträgen, Buchvorstellungen äußere, selbst Buchbeiträge verfasse. Ich lege dann immer Wert darauf, deutlich zu machen, dass es nicht in meiner amtlichen Eigenschaft erfolgt. Natürlich ist mir, das ist dann der zweite Punkt, als einem interessierten Zeitungsleser, der nicht alles lesen, aber doch manches erahnen und mitbekommen kann, auch bekannt, dass es zwischen den Vertretern des Hauses und dem Land Brandenburg und möglicherweise auch irgendwann den Gerichten, auch zwischen Journalisten und dem Vertreter des Hauses Preußen Streit, ja oft auch Auseinandersetzungen vor Gericht gibt über vermögensrechtliche Fragen und auch über presserechtlichen Fragen. Und deshalb liegt mir sehr viel daran, weil ich auch überlegt habe, ob ich deshalb mich vielleicht nicht doch entschuldigen soll mit Unpässlichkeit, was einem aktiven Politiker ja nicht schwer fiele. Es lässt sich jederzeit noch eine Liste von Terminen ausdrucken, die absolut vorrangig sind. Aber ich bin schon der Auffassung, dass wir eben, wenn es solche Fälle gibt, das Publizieren von historischen oder politischen Büchern und Zeitungsartikeln nicht so lange aussetzen können, bis die juristischen Streitfragen geklärt und einer Lösung zugeführt sind. Und deshalb, ich nehme hier teil, aber selbstverständlich bin ich nicht Partei in den Auseinandersetzungen, die geführt werden.
bin von Hause aus zwar Jurist, aber ich würde es mir niemals anmaßen, die Begründetheit und die Berechtigung von Forderungen zu beurteilen, weil ich der festen Überzeugung bin, dass dies, soweit es sich um Gespräche und Verhandlungen handelt, Sache der zuständigen Parlamente und Regierungen ist, in diesem Fall Brandenburg, und dass es, soweit es sich um juristische Fragen handelt, die gerichtlich geklärt werden, Sache der unabhängigen Justiz ist. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, eines obersten Bundesgerichtes oder eines Oberlandesgerichtes öffentlich bewertet, kommentiert oder kritisiert, weil ich finde, dass die Vertreter der Staatsorgane untereinander auch den gebührenden Respekt beweisen sollten. Und wie ernst ich das mit der Unabhängigkeit meine, können Sie vielleicht an Folgendem ersehen. Ich habe im Jahre 2016 auf Wunsch des Vorsitzenden der Grünen Bundestagsfraktion, ich selbst war damals Kanzleramtsminister, das Buch von Toni Hofreiter vorgestellt mit dem Namen, mit dem Titel Fleischfabrik Deutschland, wie die Massentierhaltung unsere Lebensgrundlage zerstört. Und ich habe ein Jahr später die Autobiografie von Gregor Gysi im Deutschen Theater vorgestellt mit dem Titel Ein Leben ist nicht genug. Sie werden nachvollziehen können, dass ich das nur deshalb tun konnte, weil ich mich weder mit der Person und ihren Auffassungen noch mit den Inhalten in den Büchern in dieser Form identifiziert habe. Aber ich finde es wichtig und richtig, dass wir eine intellektuelle Debatte führen über Fragen, die für die Zukunft und auch für die Vergangenheit dieses Landes von Bedeutung sind. Und sie sind im Übrigen manchmal, auch wenn sie aus der Vergangenheit kommen, für die Zukunft gar nicht so uninteressant. Ich habe, lieber Herr Machtan, vor einigen Jahren mir mal Bände gekauft. Das war diese Ausgabe des Auswärtigen Amtes nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg mit den Dokumenten zur deutschen auswärtigen Politik. Und da gibt es 5 Bände über die Politik Otto von Bismarcks. Und das Schöne war, im Gegensatz zur Friedrichsruher Ausgabe und den weiteren Werksausgaben, die folgten, hat man dort nicht nur die Briefe von Bismarck wiedergegeben, sondern auch das, was sozusagen der Ausgangspunkt war oder die Antwort darauf war. Und dann hat Otto von Bismarck, über diese Seite musste ich oft nachdenken, in den 1880er Jahren, als der preußische Generalstab und der deutsche Gesandte in St. Petersburg auf den Gedanken kamen, man müsse doch jetzt einen Präventivkrieg gegen Russland beginnen, solange noch Zeit dafür sei, und die Gelegenheit sei günstig, hat Otto von Bismarck zunächst geschrieben, es sei Sache des Generalstabes, sich zu überlegen, wie man Kriege gewinnt. Aber ob man Kriege führt, das sei allein seine Zuständigkeit und er hätte keine Lust. Daraufhin gaben die Beteiligten keine Ruhe. Und dann hat Otto von Bismarck noch einmal auf den Tisch gehauen und hat gesagt, und im Übrigen möchte ich darauf hinweisen, dass wir seit den Zeiten Napoleons des Ersten wissen, dass man nach Russland viel leichter hinein als wieder herausgelangt. Und ich habe mir die Frage gestellt, wenn die Protagonisten im Ersten Weltkrieg sich an diese Weisheit erinnert hätten und auch später, wären vielleicht viele Menschenleben nicht riskiert worden. Und deshalb, glaube ich, müssen wir kontrovers, leidenschaftlich, aber auch mit einem Verständnis gegenseitiger Toleranz auf die über diese Fragen sprechen können. Also, kein Präjudiz, keine Einmischung in laufende Geschäfte, aber trotzdem einige Bemerkungen, die mir am Herzen liegen, zu dem, was auch Herrn Professor Machtan umtreibt und was ich auch in dem Buch wiedergefunden habe. Nämlich die deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts, die ja eine sehr schwere Geschichte ist, über weite Strecken jedenfalls. Und jeden, der sich mit ihr beschäftigt, vor die Frage stellt, ob es denn eigentlich wirklich vergnügungssteuerpflichtig ist. Wenn man sich ansieht, die Zivilisationskatastrophe und der moralische Bankrott des Ersten Weltkriegs, das Scheitern der Republik von Weimar, das sich über Jahre abgezeichnet hat und nicht abzuwenden war, scheinbar, und der dreifache Zivilisationsbruch im Nationalsozialismus durch Diktatur, Zweiten Weltkrieg und vor allen Dingen den Holocaust. Ganze Generationen, die noch im Kaiserreich geboren waren mit den
besten Erwartungen auf Wohlstand und Teilhabe. Ganze Generationen sind verblutet auf den Schlachtfeldern von Ypern und Verdun. Und die, die nach Hause kamen, sind zum Teil Opfer geworden der Parteienkämpfe in der Weimarer Republik. Und am Ende waren viele von ihnen erneut im Krieg oder im Konzentrationslager, weil sie Widerstand geleistet hatten oder weil sie einfach nur die falschen Auffassungen hatten. Welch ein Drama für diese Menschen und welch ein Glück für uns, dass uns dies bis jetzt erspart geblieben ist. Das 20. Jahrhundert, es ist die Geschichte von Tätern und Opfern. Es ist die Geschichte von großen und kleinen Helden und Verbrechern. Es ist die Geschichte von Mitläufern und von solchen, die versucht haben, die Geschichte in eine ganz bestimmte Richtung zu lenken und zu drängen. Aber es ist vor allen Dingen auch unsere Geschichte. Die Geschichte von allen, die hier in diesem Raum sitzen. Auch wenn aufgrund der biologischen Umstände vermutlich niemand von uns bei den schweren Ereignissen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in irgendeiner Weise mit dabei sein konnte. Und es geht auch nicht um historische Verantwortung alleine. Es geht darum, dass wir uns Rechenschaft darüber ablegen, auf welchem Boden wir stehen, woher wir kommen und wie der Kontext ist, mit dem wir es zu tun haben. Und das ist aus meiner Sicht eine Aufgabe, die eine Aufgabe auch der politischen Bildung darstellt. Aber die politische Bildung kann das nur leisten in der Schule und in der Erwachsenenbildung, wenn es möglich ist, dass die akademische Forschung sich mit diesen Fragen beschäftigt und dass auch die Medien, die Journalisten, die Zeitungen, die Fernsehanstalten in ihren Dokumentationen, in ihren Berichten diese Frage aufgreifen und dass kontrovers darüber diskutiert wird. Und deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, bin ich fest davon überzeugt, dass wir uns mit einer solchen Beschäftigung mit der eigenen Geschichte auch wappnen können gegen erneute Fehler, erneute Versuchungen, erneute Verharmlosung, gegen Rückfälle und vielleicht auch gegen ein erneutes Scheitern. Und das ist wichtig, wenn man sieht, was wir in den letzten Jahren alles zu entscheiden hatten, ohne dass den wenigsten von uns oder ohne dass den meisten von uns bewusst war, auf welchem historischen Boden wir standen. Ich war vor meiner politischen Karriere, sehr geehrter lieber Kai Dickmann, einige Jahre europäischer Beamter in Brüssel. Und damals, Sie werden sich erinnern, hat Helmut Kohl sehr dazu beigetragen, dass Kroatien und Slowenien wieder ihre Unabhängigkeit erlangen konnten. Das war zu Beginn des jugoslawischen Krieges. Und ich war als jemand, der damals schon historisch interessiert war, aber in Brüssel in einem ganz anderen Bereich als Jurist, das freizügigkeitsspezifische Sozialrecht zu betreuen hatte, überrascht, wie sehr sich die Koalitionen unter den EU-Beamten damals noch den Koalitionen glichen, die wir schon aus dem Ersten Weltkrieg und im 19. Jahrhundert kannten. Die einen, die damals auf der Seite von Serbien standen, fanden das Verhalten der Deutschen und der Österreicher ganz fürchterlich. Die anderen, die die Slowenen und die Kroaten unterstützten, konnten überhaupt gar nicht verstehen, dass nicht alle so dachten wie sie. Und daraus sind Spannungen entstanden zwischen Ländern, die schon lange befreundet waren, England, Frankreich, Deutschland. Das hat öffentlich nicht die Rolle gespielt. Aber es saßen eben in den auswärtigen Ämtern noch die Söhne und Töchter der Diplomaten, die 50 und 100 Jahre zuvor in diesen Konflikten die Vorlagen für ihre Minister geschrieben und ihnen erläutert hatten, warum man nicht nachgeben darf und warum man hier einen harten und festen Kurs fahren muss. Jahre später, 1999 im Jugoslawienkrieg, als der Völkermord im Kosovo verhindert werden konnte durch ein beherztes Eingreifen der Europäer und der Amerikaner, als damals Joschka Fischer die Torte im Gesicht riskierte, um deutlich zu machen, dass die Grünen ihr Verhältnis zur Bundeswehr ab diesem Zeitpunkt korrigiert und geändert hatten. Damals stellte ich fest,
dass es diese Konflikte nicht mehr gab unter den europäischen Ländern. Warum? Es gab niemand mehr, der sich an die damalige Geschichte erinnert hätte. Und deshalb habe ich dann sehr darüber nachgedacht, ob es ein Segen ist oder ein Fluch. Ich glaube, in bestimmten Einzelfällen ist es vielleicht manchmal ganz entlastend und ganz kommod, wenn man nicht alles weiß, was geschehen ist. Aber ich finde es auch schade, wenn wir hier in dieser wunderbaren Stadt Berlin und in der noch viel wunderbareren Stadt Potsdam unterwegs sind, wo jeder Quadratzentimeter geschichtlich konnotiert ist und nicht nur monarchisch, sondern eben auch von den demokratischen Parteien, die es bereits im 19. Jahrhundert gab, von den Intellektuellen, von den Schriftstellern, von denen, die Kampagnen geführt haben, von denen, die mit den LKWs die Revolution nach dem verlorenen Krieg organisiert haben. Und dann finde ich, dass man das wenigstens wissen sollte. Dort, wo Walter Rathenau ermordet worden ist, das wissen vielleicht noch einige, dort, wo man die Leiche von Rosa Luxemburg aus dem Landwehrkanal gezogen hat, das wissen auch noch einige, wo Otto von Bismarck zum preußischen Ministerpräsidenten ernannt worden ist in Babelsberg, auch das vielleicht, aber das werden schon ganz wenige. Und dann ist mir, als ich vor 2 Jahren einen Artikel geschrieben habe, ich habe ihn selbst geschrieben und deshalb erlaube ich mir auch daraus zu zitieren, es war eine Antwort auf Bernhard Schlink. Bernhard Schlink, ein Sozialdemokrat, ein Jurist, ein Schriftsteller, den ich außerordentlich schätze, fand damals, dass konservative Auffassungen zu wenig gewürdigt werden. Und ich habe darauf geantwortet mit dem Vorschlag einer bürgerlichen Moderne. Einer Moderne auf den Grundwerten der Französischen Revolution fußend, aber bürgerlichen Werten verhaftet und mit dem Ziel, Menschen einen Aufstieg zu ermöglichen, dazu zu gehören und mit einem kulturellen Bewusstsein der eigenen Herkunft und der eigenen Geschichte. Ich habe damals in diesem Artikel geschrieben, und mögen mir verzeihen, denn ich bin ja kein Historiker, sondern nur Jurist. Ich habe geschrieben, die historische Dimension ist bereits weitgehend aus dem öffentlichen Diskurs gewichen. Kaum ein Politiker traut sich mehr an historische Parallelen. Kaum ein Zuhörer könnte etwas damit verbinden. Bismarck wird häufiger mit Heringen assoziiert als mit Grundlagen deutscher Politik. Wer kann aktuelle Probleme geistesgeschichtlicher Dimensionen, wer kann aktuelle Problemstellungen in ihren historischen Kontext ordnen? Wer überblickt die geistesgeschichtlichen Dimensionen von einem Jahrhundert? Florian Illis hat mit seinem Buch, nicht über Politik übrigens, sondern über Kunst und Literatur und bildende Künste, das den Titel 1913 trägt, viele begeistert. Ein Tropfen auf den heißen Stein, immerhin. In der Hierarchie der bedrohten Kulturgüter gebührt dem gedruckten Buch der erste Platz, mit Abstand. Denn das Buch ist das Übermedium, das allen Bereichen von Kultur, Kunst, Geschichte und Politik dienbar ist. Gemälde und Sonaten sind großartig, sprechen aber in erster Linie für sich selbst. Trauen wir uns zu, mit allem, was wir haben und können, dem Buch einen neuen Platz und eine Zukunft zu schaffen. Wieder lesen und reflektieren zu lernen. Es geht, tut mir leid, lieber Herr Simon, es geht nicht um die Verlage, es geht um uns, um unsere Art zu denken und zu leben. Und das, meine Damen und Herren, kann man an Beispielen auch deutlich machen. Als Gustav Heinemann Anfang der 70er Jahre als Bundespräsident auf die Frage, lieben Sie Ihr Vaterland, geantwortet hat, ich liebe nicht Deutschland, ich liebe meine Frau, war die Empörung in meiner Partei sehr groß. Wie kann er so etwas sagen? Was wir alle nicht wussten, oder ich jedenfalls nicht wusste damals, war, dass sich der journalistische Fragesteller wohl bezogen hat auf das Buch Rheinsberg, wo ihr Vorfahre im Schloss exiliert war sozusagen und wo Kurt Tucholsky mit seiner ersten Geliebten einige wunderbare Tage verbracht hat vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs, wo Kurt Tucholsky dann von seiner Freundin gefragt wurde, sag mal, liebst du eigentlich dein Vaterland? Und dann sagte er, lieben tue ich dich. Und das Vaterland passt nicht in diese Kategorie. Es war aber nicht gegen das Vaterland, sondern es war ein Liebesbekenntnis. Und alle, die darüber gesprochen haben, wussten es nicht. Als Helmut Kohl in den 80er Jahren davon sprach, dass es darum geht, den Mantel der Geschichte zu erhaschen,
wurde er von vielen Kommentatoren durch den Kakao gezogen als Ausweis größter Inkompetenz und verschwurbelter Rhetorik. Dabei stammt das Zitat von Otto von Bismarck, der gesagt hat, der Einzelne vermag in historischer Hinsicht sehr wenig, die großen Strömungen der Zeit. Und darunter verstand er ausdrücklich auch Demokratie, Wahlrecht, soziale Teilhabe. Die großen Strömungen dieser Zeit können von dem Einzelnen gar nicht beeinflusst werden. Er kann sein kleines Boot auf dem Strom der Geschichte steuern und vielleicht verhindern, dass es auf Grund läuft. Und das mit dem Mantel der Geschichte hat er auch gesagt. Er hat dieses Zitat ungefähr 50 Mal variiert. Aber niemand ist aufgefallen damals, von wem es stammt und woher es kommt. Und das zeigt mir, dass wir vor allen Dingen auch unter uns selbst in der Politik diesen Nachholbedarf haben. Ich bin eingeladen worden, ein Grußwort beizusteuern, lange bevor ich den Text dieses Buches zur Kenntnis nehmen konnte, weil das Buch noch gar nicht gedruckt war. Aber ich habe mir, digital affin wie ich bin, über ZVAB die Veröffentlichung von Herrn Professor Machtan beschafft. Und ich habe sie auch bezahlt natürlich, wenn auch meistens zu sehr günstigen Preisen, weil es war ja Secondhand. Insofern tut es mir leid, dass Sie da nicht von profitieren konnten. Aber ich war, und ich gebe es zu, beeindruckt. Sie haben 1998 aus Anlass des 100. Todestages ein Buch über Bismarcks Sterben und Deutschlands Tränen veröffentlicht, wo Sie zum ersten Mal ein ungeschminktes Buch des Alterungsprozesses des ersten Reichskanzlers und auch der schmutzigen Art und Weise seines Sterbens gezogen haben, mit geistiger Verwirrung, mit armseliger Hilflosigkeit verbunden, die Zustände im Haushalt, in der Familie. Auch, ich habe da gelernt, dass damals schon Fotos retuschiert wurden. Also die Leute beherrschten Photoshop und deshalb gibt es Fotos von Otto von Bismarck im 80. oder 81. Lebensjahr, wo er bemerkenswert frisch aussieht. Aber man hat es damals halt eben auch schon gerichtet. Sie haben ein Buch geschrieben über den Kaisersturz. Und dort hatte ich wirklich nicht nur den Eindruck, sondern kam ich zum Ergebnis, dass Sie nicht als Monarchist und auch nicht als Apologet der Hohenzollern unterwegs waren, sondern Sie haben die Hilflosigkeit Wilhelms II., seiner Entourage, seiner Gemahlin und vieler anderer seziert, wie auf dem Operationstisch und dargestellt von dem unglücklichen Auftritt in Essen bei Krupp vor etwa 1000 Leuten bis hin zu der letzten großen, ja vielleicht nicht Party, aber Abendgesellschaft, ich glaube es war in Kassel im Schloss, bevor es dann noch einmal nach Spa ging und dann der Rücktritt oder die Abdankung anstand, in Farben, die eben nicht dazu angetan sind, eine Renaissance-Sehnsucht im Hinblick auf die Wiederkehr der Monarchie zu wecken. Und Sie haben danach aber auch gezeigt, dass Sie demjenigen, der der Monarchie mit zum Ende verholfen hat, Prinz Max von Baden, dem Reichskanzler für wenige Tage, dass Sie auch imstande waren, den zu sezieren. Mit all seinen Vor-, aber auch seinen vielen Nachteilen, die er besaß. Und so bin ich zum Ergebnis gekommen, dass Ihre Bücher, auch das über Adolf Hitler, das Sie veröffentlicht haben, und das, was ich noch nicht gelesen habe, aber ich wusste eigentlich schon genug, das war das Macht doch euren Dreck alleine, über das Ende der fürstlichen Häuser in den deutschen Staaten, in den deutschen Ländern, dass es eben Bücher waren, die zum einen gekennzeichnet waren durch eine sehr sorgfältige Quellenarbeit mit Dokumenten, die man vorher nicht kannte, die ich jedenfalls nicht kannte, aber das muss nichts zu sagen haben, aber auch gekennzeichnet waren durch eine sehr lebendige, plastische Sprache, die es auch jemandem, der sich nicht mit Staatsrecht und Politik sein Leben lang beschäftigt, ermöglicht, solche Vorgänge und Sachverhalte nachzuvollziehen. Und deshalb habe ich gerne diese Einladung angenommen. Und ich glaube im Übrigen, dass Sie und alle Ihre Co-Autoren von links und von rechts, die sich mit historischen Fragen beschäftigen, damit einen wichtigen Beitrag leisten, dass man wieder mehr darüber nachdenkt. Allerdings können diese historischen Werke gar nicht dazu führen, dass die historische Dimension in die öffentlichen Debatten zurückkehrt, wenn wir als Politiker nicht irgendwann damit anfangen. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung, vor der wir alle stehen.
Ich habe mir auch ihr neuestes Buch angeschaut. Und ich finde, es ist eine sehr plastische und gelungene Darstellung über eine der am wenigsten erfreulichen Abschnitte unseres Volkes und auch der Hohenzollern. Der Krieg war verloren. Die Städte, die Palais, die prächtigen Gebäude, sie alle standen noch. Aber der Wohlstand war dahin. Die Kriegsanleihen hatten das private Vermögen der Mittelschicht wie der Oberschicht dezimiert. Und dann gab es damals die Vertreter der alten Elite, die dann zu entbitterten Gegnern der Weimarer Republik wurden, die zu Anfang immer noch das Gefühl hatten, sie lebten im Kaiserreich. Und ich kann Ihnen das nur empfehlen. Es gibt auf YouTube gibt es einen Beitrag von, ich glaube, 12 Minuten über die Beisetzung der Kaiserin Auguste Victoria vom neuen Palais in Potsdam bis hin zum antiken Tempel. Und dort traf dann 1921 trat noch einmal die Elite der Kaiserzeit auf. Die Rektoren der Universitäten in ihren Talaren, die Generalität des Ersten Weltkrieges mit ihren Pickelhauben und ihren Federbüschen, die Polizisten und die Staatsbeamten, die hohen Beamten. Die einen verfügten schon über Autos, die anderen kamen mit dem Pferdewagen und welche, die ganz verarmt waren, wie der General, wie der Admiral Tirpitz, kamen zu Fuß. Und es war ein Bild einer Gesellschaft in der Auflösung. Und dann haben sie, als dieses letzte große Fest der Hohenzollernmonarchie vorbei war, eine Beisetzung ist ja selten ein Fest, aber es war halt eben noch einmal eine Selbstvergewisserung der alten Elite des 19. Jahrhunderts. Und da mussten sie irgendwann die goldenen Rahmen der großen Bilder ins Pfandhaus tragen, dann die herausgeschnittenen Bilder selbst, dann die Pickelhauben und die Helmbüsche und irgendwann auch die Uniformmäntel. Und sie haben es nie wieder zurückgekauft und der Rest der Geschichte ist bekannt. Ich sage das nicht, um irgendetwas zu rechtfertigen, schon gar nicht den Kronprinzen. Denn der Kronprinz war weder materiell notleidend, noch fehlte es ihm an dem sozialen Respekt, den viele von den alten Angehörigen der Eliten in der neuen Republik vermissten. Aber es war eben eine Zeit, wo es auch an entschlossener, demokratischer Führung fehlte. Es gab kein Bundesverfassungsgericht. Es gab kein Parlament, das einen demokratischen Grundkonsens gelebt hätte. Ich bin oft kritisiert worden, weil ich in den 27 Jahren meiner Abgeordnetentätigkeit immer und überall bemüht war, in den grundlegenden Fragen, Auslandseinsätze der Bundeswehr, soziale Marktwirtschaft, rechtsstaatliche Verfasstheit, einen parteiübergreifenden Konsens der staatstragenden demokratischen Parteien herbeizuführen. Weil ich weiß, dass dies so wichtig ist dafür, dass man eine Polarisierung der Gesellschaft verhindert, die am Ende dann die Tragfähigkeit der konstitutionellen Ordnung beschädigt. Und in dem Zusammenhang haben Sie das Buch über den Kronprinzen geschrieben. Es ist nicht die ganze Geschichte des Kronprinzen. Er hat sich schon schwer getan mit Parlamentarisierung und Demokratie im Kaiserreich. Und es gibt den berühmten Vorfall in Zabern, im Elsass, in der Reichsprovinz, wo damals einige junge Offiziere der deutschen Armee sich etwas daneben benahmen gegenüber französischstämmigen Jugendlichen. Und sogar der Kaiser Wilhelm II. Hat die Brisanz erkannt. Die Politik hat sie erkannt. Der Reichskanzler, der Reichstag, alle haben auf Mäßigung gedrungen. Herr Kronprinz hat unbekümmert erklärt, immer feste Truff. Er war beim Totenkopf, bei den Totenkopf-Husaren. Er war mit Leib und Seele Soldat. Er hatte keine Zweifel an der gottgewollten Ordnung der Monarchie. Und trotzdem hat er sich nicht an Umsturzversuchen beteiligt, solange sein Vater Kaiser und er der Kronprinz war. Und dann war er im Strudel. Und er hat in diesem Strudel kräftig mitgewirkt und mitgearbeitet. Und das muss er sich vorhalten lassen. Und das kommt in dem Buch von Lothar Machtan auch zum Ausdruck. Ich weiß gar nicht, ob er genau wusste, was er wollte, aber er wollte jedenfalls
nicht diese demokratische Ordnung von Weimar. Er hat darüber nachgedacht, über die Wahl zum Reichstagspräsidenten, am Ende dann einen Kanzler zu ernennen, der mit der Demokratie aufräumt. Er hat am Ende darüber nachgedacht, Hitler zum Sieg zu verhelfen, um seine Ziele auf diesem Wege zu erreichen. Und er hat darüber gesprochen mit ganz vielen, auch mit ganz vielen Nationalsozialisten, Führenden und auch solchen aus dem Umfeld der NSDAP. Und dann ist es keine Entschuldigung und keine Entlastung, dass er dort nicht der Einzige war. Auch jemand wie Kurt von Schleicher, der kurzzeitige Reichskanzler, ganz viele Intellektuelle, viele Künstler und andere waren anfällig. Sie haben zunächst über den böhmischen Gefreiten gespottet, dann fielen sie dem Charme, dem vorgeblichen Charme, das war nicht ernst gemeint, des italienischen Faschismus und des Duce anheim und anschließend setzten sie ihre Hoffnung auf Adolf Hitler, auf ein autoritäres, totalitäres Regime. Und das Ende der Geschichte ist bekannt. Die Weimarer Republik am Ende war eine Republik ohne Republikaner. Die SPD hat tapfer widerstanden bis zum Schluss. Auch das muss gesagt werden. Viele andere nicht. In allen politischen Parteien und überall. Es gab welche, die hatten aus der Erfahrung des Weltkrieges und der europäischen Geschichte, die ja eindeutig auf Demokratie gerichtet war, gelernt. Und dazu gehörte zum Beispiel Gustav Stresemann, ein überzeugter Monarchist, der dann aber zu einem der überzeugtesten Verteidiger der Republik von Weimar geworden ist. Dazu gehörte sogar der alte Reichskanzler Bernhard von Bülow, der nicht die beste Reputation hat, aber in seinen Memoiren, geschrieben zum Ende der 1920er Jahre, sich posthum bei Friedrich Ebert entschuldigt, weil er ihn verächtlich gemacht hat als Metzgersohn, ohne Bildung und ohne Herkunft. Und dann gesagt hat, ich muss anerkennen, was diese Leute für das Land geleistet haben. Es gab andere Beispiele und es gab überzeugte Vorkämpfer. Aber sie waren zu wenig und sie waren nicht genug. Dies bringt dieses Buch zum Ausdruck. Und was das bedeutet dann für die juristischen Ansprüche, das müssen die Gerichte klären. Und die Journalisten und die Historiker haben das Recht, darüber zu streiten. Sie haben das Recht, ihre Meinung zu bilden. Herr Professor Machtan hat Dokumente vorgelegt, die bislang unbekannt waren. Ich glaube, die allermeisten sind nicht unbedingt dazu da, den Kronprinzen in einem günstigen Licht erscheinen zu lassen. Aber auch sie müssen sich gefallen lassen, dass andere Historiker versuchen, ihrerseits Dokumente beizubringen, die Diskussion zu führen und mitzugestalten. Das ist der Normalfall einer Demokratie. Und das, was der Kronprinz, glaube ich, am Ende auch nicht verstanden hat, war, dass die Monarchien im Vereinigten Königreich, in Dänemark, in Schweden, in Norwegen, in den Niederlanden, in Belgien, in Luxemburg auch deshalb überlebt hatten, weil sie ihren Frieden mit der Demokratie und dem Pluralismus gemacht hatten. Wilhelm II. Ging immer noch davon aus, er könne mit seinen königlichen Verwandten, mit dem Zar von Russland, da war es auch übrigens teilweise wahr, obwohl der auch nicht persönlich geherrscht hat, aber vor allen Dingen mit dem englischen König und mit den anderen Monarchen über Politik entscheiden. Die waren damals schon abhängig von ihren Parlamenten und ihren Premierministern. Und das ist etwas, was, glaube ich, Prinz Georg Friedrich, ich sagen kann, die heutige Generation aus dem Hause Preußen und Hohenzollern verinnerlicht hat. Sie sind Teil dieser Gesellschaft, aber natürlich hängen sie auch an einem Erbe, das unser gemeinsames Erbe ist. Und deshalb ist es gut, dass darüber geschrieben wird, kritisch, kontrovers und mit offenem Ausgang. Ich habe jedenfalls die Hoffnung, dass wir aus einer verstärkten Beschäftigung mit unserer Geschichte lernen können, dass das Desaster des Ersten Weltkrieges und das Desaster des Nationalsozialismus sich nicht wiederholen müssen. Dass dieser disruptive Bruch, der so viele Mitglieder traditioneller Eliten heimat- und wurzellos gemacht hat, für die Zukunft vermieden werden muss. Und dass wir alles tun müssen, damit staatspolitische Verantwortung eben nicht nur von Parlamenten und Ministern gelebt wird, sondern von der Bürgerschaft insgesamt. Das ist eine der Lehren, die wir zu ziehen haben. Und ich freue mich darauf,
jetzt, lieber Herr Professor Machtan, zuzuhören, wenn Sie gemeinsam mit Ihrer Diskussionspartnerin über Ihr Buch diskutieren. Ich kann vielleicht in die Situation kommen, etwas früher weggehen zu müssen, aber ich wünsche Ihnen allen noch einen anregenden und spannenden Abend und vor allen Dingen, dass Sie Lust empfinden, wenn Sie nach Hause kommen, zu schauen, wo es in den Bücherschränken vielleicht noch das ein oder andere Buch gibt, das sich zu lesen lohnt. In diesem Sinne herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und noch eine schöne Veranstaltung.
So, lieber Herr Professor Machtan, bevor Sie jetzt endlich sprechen dürfen und endlich erzählen dürfen von Ihrem Buch, muss ich aber leider noch ein paar ganz kurze einleitende Worte sagen, die mir auch durch den Kopf gegangen sind. Buchvorstellungen. Und ich mache so ein paar im Jahr. Übrigens meistens nur aus Interesse. Lukrativ sind die für Moderatoren nicht. Oder ich verhandle vielleicht schlecht, das kann auch sein. Aber jedenfalls mache ich sie aus Interesse. Gestalten sich in der Regel. Aber es war auch eine Ehre, das Buch zu lesen. Von daher gestalten sich in der Regel ja als freundliches, offenes Gespräch mit dem Autoren. Es geht darum, deswegen laden Verlage ja auch ein, Werbung für ein Buch zu machen und dem Autoren die Gelegenheit zu geben, zu erzählen, warum er dieses Buch geschrieben hat und wie er vorgegangen ist und welche Gedanken er sich dabei gemacht hat. Es ist nicht so, dass es als kritische Veranstaltung konzipiert ist, in denen jetzt harte Interviews geführt werden. Mir ist schon bewusst, dass bei diesem Thema natürlich da eine andere Erwartung da ist. Also ich war doch in der Vorbereitung überrascht, mit welcher, wie soll ich sagen, Leidenschaft, auch teilweise ideologischen Leidenschaft, dieses Thema diskutiert wird. Klar, es ist natürlich auch highly attractive, muss man wirklich sagen. Da ist dieser schon über so viele Jahre währende Streit zwischen der Bundesrepublik und dem Haus Hohenzollern, zwischen dem Land Brandenburg und Berlin und dem Haus Hohenzollern, erst im Verborgenen und dann kommt das an die Öffentlichkeit. Da sind die Parteien links wie rechts, die sich verhalten müssen. Es geht um Kulturgüter, es geht um Privilegien, die Rolle des Adels, die immerwährende Auseinandersetzung der Deutschen mit dem dunkelsten Kapitel ihrer Geschichte und der zum Glück nie endenden Frage: Wer war es denn jetzt? Wer hat sie denn jetzt groß gemacht? Wer war denn dabei? Und da guckt man natürlich viel lieber auf den Kronprinzen als auf den eigenen Opa. Das ist auch attraktiver. Und dann gibt es in diesem ganzen aufgeregten Konzert ja auch noch einzelne Parteien und Journalisten, die mitmischen, die Enteignung fordern, was, dachte ich jedenfalls bisher, Sache von Gerichten ist. Und obendrauf, zu einem Überfluss, klagt auch noch das Haus Hohenzollern gegen Journalisten und Wissenschaftler, was die Stimmung noch mal so richtig angeheizt hat. Rechtlich kann man ja darüber diskutieren. Jetzt persönlich von mir geschickt war das jetzt wahrscheinlich eher nicht. Aber insgesamt muss man echt sagen, wow, was für ein Spektakel. Es ist sozusagen Gala, Spiegel, Süddeutsche, History Channel und neue juristische Wochenzeitschrift in einem. Wir würden uns also alle sicher auch darüber gerne unterhalten, aber ich enttäusche Sie jetzt mal, darüber geht es heute gar nicht. Darum geht es heute gar nicht. Dieses ganze bunte Drumherum lassen wir jetzt zur Seite, und zwar mit gutem Recht, denn das ist eine Buchvorstellung. Und es geht darum, diese ganze Debatte aus dieser ideologischen Ecke herauszuholen. Und wir beide haben oft telefoniert vorher. Und ich habe dieses Buch jedes Mal mit Hilfe von Herrn Machtan wieder ein Stück weitergelesen, weil ich gebe zu, man muss sich diese ganzen Namen von, die auch schon kamen, Papenschleicher, Hindenburg, Brüning und so weiter, wenn man im Geschichtsunterricht zwar aufgepasst hat, aber sich nicht mehr ganz so präsent hat, nochmal hinlegen. Mit der Hilfe von Herrn Machtan ist mir das gut gelungen. Und je tiefer man reingerät, desto spannender wird es auch. Und es ist, wie Herr Machtan mir sagte, sein Wunsch gewesen, mit diesem Buch rauszukommen aus der ideologischen Ecke und sozusagen das auf die wissenschaftlich-historische Betrachtung zurückzuführen und damit auch die Debatte zu versachlichen. Deshalb reden wir heute über das Buch von Lothar Machtan, Der Kronprinz und die Nazis. Und ich freue mich da sehr auf unser Gespräch. Herr Machtan, wenn man jetzt hier das Bild so anguckt, wir haben ja vorhin schon darüber geredet, der Kronprinz hat ja trotzdem eine gewisse Öffentlichkeit gehabt. Es ist ja schon so, dass es ja vier Gutachten gab, die sich bereits mit dem Thema des Kronprinzen beschäftigt haben. Wieso haben Sie sich denn dann doch noch mal in dieses Feld begeben? Also was hat Sie denn an dieser Figur noch mal so gereizt? Also, der stärkste Impuls für dieses Buch ist eigentlich aus meiner Unzufriedenheit mit diesen vier Gutachten entstanden, die Ihr TV-Kollege Böhmermann 2019 geleakt hat. Das waren ja nicht Expertisen, die von einem unabhängigen Gericht in Auftrag gegeben wurden, sondern das waren ja bezahlte Auftragsarbeiten, mit denen zwei Interessenparteien sich in einem Rechtsstreit über Restitutionsansprüche, ich sag mal, munitionieren wollen.
Und was ich an den Gutachten zu kritisieren habe, ist dreierlei. Erstens, dass sie auf viel zu schmaler Quellenbasis stehen. Zum Beispiel fehlen völlig sogenannte Ego-Dokumente des Protagonisten, eben des Kronprinzen. Zweitens habe ich zu kritisieren das Format. Es sind eigentlich mehr Dossiers, aber nicht das, was die eigentliche Aufgabe von Historiografie ist, nämlich Biogramme oder Biografien mit einem nachvollziehbaren Narrativ für den Leser zu präsentieren. Und der dritte Punkt, und der vor allem, der mich gestört hat, ist, dass sich diese Gutachten zu Präjudizien haben hinreißen lassen, die für meine Begriffe den Kompetenzbereich von seriöser Historiografie überschreitet. Denn diese Frage nach der Vorschubleistung, das ist ja ein unbestimmter Rechtsbegriff, mit dem also selbst Juristen Schwierigkeiten haben, sich auseinanderzusetzen. Und auf diesem Horizont ist die Idee entstanden, das Terrain sozusagen nochmal neu zu vermessen. Das heißt, sämtliches Material zu eruieren, was darüber überliefert ist, was zugänglich ist, es so unparteiisch wie möglich auszuwerten und daraus ein Bild zu rekonstruieren, das möglichst wirklichkeitsnah ist und das vor allen Dingen nicht politisch instrumentalisiert werden kann. Und mit dieser Idee, Georg Friedrich hat es vorhin schon angeschnitten, bin ich 2020 an Georg Friedrich, Prinz von Preußen, herangetreten und habe ihn gefragt, ob er sich vorstellen könnte, ein solches Forschungsprojekt zu fördern, zu unterstützen. Und ich habe dabei aber zwei Bedingungen gestellt. Die eine war, das muss eine ergebnisoffene Recherche sein. Und zweitens, diese Forschungsarbeit muss ich eigenverantwortlich durchführen können, nur den Prinzipien oder den Maßstäben guter Wissenschaftlichkeit verpflichtet. Das waren die Voraussetzungen. Darüber haben wir uns sehr schnell geeinigt. Darüber haben wir einen Vertrag gemacht. Und so ist dieses Buch entstanden. Und ich würde mal behaupten, dass es das Ergebnis eines Forschungsprojektes ist, was ich genauso betrieben, genauso durchgeführt hätte, wenn die DFG oder irgendeine sonstige Stiftung dieses Projekt unterstützt hätte. Das heißt, Historiker und Journalisten werfen ja dem Haus Hohenzollern Intransparenz vor. Welche Erfahrung haben Sie jetzt da gemacht? Ja, das Gegenteil, nämlich Transparenz. Weil ich, ob ich der Erste war, kann ich nicht beurteilen, aber weil ich immerhin die Möglichkeit hatte, in dem Hausarchiv in Hechingen auf der Burg zu arbeiten, und zwar nicht einfach nur zu arbeiten im Sinne von mir gewisse Papiere, die man mir dann aus welchen Gründen auch immer und welchen Truhen und Mappen auch immer vorlegt, sondern ich konnte zusammen mit dem Kurator Stefan Schimmel dort praktisch jeden Stein umdrehen. Und das ist für einen Historiker besonders spannend, vor allen Dingen, weil da buchstäblich noch Truhen auf dem Dachboden stehen. Insofern kann ich mich also über mangelnde Transparenz in diesem Falle nicht beklagen. Das heißt, also Sie sind auf den Dachbogen gestiegen und haben dort Briefe, Depeschen und andere Dokumente gefunden? Oder was haben Sie ausgewertet? Ja, ganz genau. Also wie gesagt, es ging eigentlich nur darum, um die Frage der Transparenz. Und da war mir klar, dass man eben nicht nur das anschauen kann, was schon vorbereitet ist für einen, sondern dass man überhaupt noch mal fragt, könnte denn nicht hier noch irgendwo was anderes sein? Etwas im Verborgenen, was man dann vielleicht als sensationellen Fund betrachten oder wie auch immer könnte. Da habe ich jetzt nicht diesen Smoking Gun oder was auch immer gefunden, aber allein die Tatsache, dass mir das möglich war, habe ich als einen großen Vorteil begriffen. Wie sind Sie denn dann vorgegangen? Also wie muss ich mir das vorstellen? Was für Dokumente liegen da? Also beispielsweise meinen Sie jetzt in Hechingen? Ja, also ich kann das mal so an einem Beispiel erläutern. Also was ich zum Beispiel als Historikerglück bezeichnen würde, war, als ich die Briefe las, die Kronprinzessin Cäzilie an ihren Sohn
Louis Ferdinand, genannt Lulu, der damals in Amerika war, 1932/33 geschrieben hat. Dazu muss man wissen, dass selbst für jemand, der die deutsche Schreibschrift gut kennt, diese Handschrift dieser Dame fast nicht zu entziffern war. Und man muss schon wirklich viel Mut aufbringen und nicht aufgeben. Und wenn man nicht aufgibt, und deswegen möchte ich das mal an einem Beispiel erläutern, dann findet man etwa solche Passagen wie: Am 10. Januar hat Don Adolfo, damit ist also Hitler gemeint, bei uns Tee getrunken. Er macht einen sehr sympathischen, klugen und gebildeten Eindruck. Er fühlte sich anscheinend sehr wohl bei uns. Die Atmosphäre war auch sehr günstig. Er hat die Verhandlungen in Berlin glänzend geführt. Nun kommt es darauf an, dass die Harzburger Front sich in den Wahlen einigt und so weiter und so weiter. Aber wohlgemerkt, also das habe ich auch noch in anderen Archiven gefunden, nicht nur in dem Hohenzollernschen Hausarchiv, sondern ich bin ja republikweit unterwegs gewesen, um eben diese Sachen zu eruieren. Aber Vorsicht, das alles sind Puzzleteilchen. Und diese Puzzleteilchen muss man mit anderen Puzzleteilchen zu einem halbwegs konsistenten Bild zusammensetzen. Auch solche Quellen sprechen nicht für sich selbst. Man muss sie zum Sprechen bringen. Und das tut man nur unter Zuhilfenahme eben auch von anderen Materialien. Wenn wir jetzt mal nochmal auf das Bild des Kronprinzen gucken. Sie haben ja nun vor allem sich auf einen ganz bestimmten Zeitraum im Leben des Kronprinzen und nicht so sehr auf sein Privatleben, was sich ja auch viele Bücher füllen könnte, beschränkt, sondern auf diese beiden, vor allem auf diese beiden Jahre, 32, 33. Was würden Sie sagen, was ist das für ein Typ gewesen? Also das Private würde ich gar nicht mal weglassen. Ich würde sagen, zunächst und vor allem war er ein vergnügungssüchtiger, sportbegeisterter Lebemann, der gerne schönen Frauen nachstellte und wohl auch nicht ganz erfolglos. Erst 1931 hat er sich dann politisch engagiert, weil er Morgenluft gewittert hat für ein Comeback. Aber wenn man jetzt mal das auf seine Politikfähigkeit abklopft, so würde man sagen, von Politik hat er eigentlich nicht viel verstanden. Sowohl was Politik als operatives Geschäft anlangt, als auch mit Blick auf solche Fähigkeiten wie Nachdenken, wie Kommunizieren mit anderen Leuten. Und soweit ich das erkennen kann, hat er auch keinerlei Führungsqualitäten an den Tag gelegt und er konnte auch nicht zu Massen reden. Ich will sagen, sein Politikfeld war nicht die Öffentlichkeit, wie gewöhnlich bei Politikern, also gerade auch in dieser sehr bewegten Zeit. Sein Politikfeld war das Hinterzimmer, wo er beispielsweise in Schloss Cäcilienhof mit der politischen Prominenz, der damaligen politischen Prominenz und eben auch nicht zuletzt mit Don Adolfo kungelte. Und darüber hinaus hat er noch Briefe geschrieben an den Reichspräsidenten, an den Reichswehrminister, wo er bestimmte Dinge sozusagen angemahnt hat oder sie versucht hat zu beeinflussen, allerdings mit relativ wenig Erfolg. Wenn wir es jetzt sozusagen politisch-ideologisch wenden, das ist ja auch in den verschiedenen Beiträgen heute schon mal angeklungen, wenn wir es politisch-ideologisch wenden, würde ich sagen, wir haben es hier mit einem rechtsradikalen Antidemokraten zu tun und nicht mit einem enragierten Nationalsozialisten, wie etwa sein Bruder Auvi. Mit jemandem, der die Weimarer Republik hasste und sie durch ein autoritäres Militärregime ersetzen wollte, idealerweise mit einer monarchischen Spitze. Und die sollte natürlich das Haus Preußen stellen. Aber es war doch nicht so, wenn ich das jetzt in dem Buch richtig gelesen habe, dass diese Pläne bereits ausgearbeitet in seinem Kopf waren, sondern in seinem Kopf war doch vor allem, wie komme ich wieder irgendwie nach vorne, wie kriege ich wieder eine bedeutende Rolle, oder? Naja, aber der, wenn Sie so wollen, also der monarchische Impetus schwang bei diesen ganzen Sachen immer mit.
Und es war meiner Meinung nach auch einer seiner großen Illusionen, dass er geglaubt hat, eine Restauration der Monarchie sei tatsächlich im Bereich des Möglichen. Es war eine Illusion, um das nochmal deutlich zu sagen. Aber ich glaube, ohne diese Schubkraft, ohne diesen Impetus, ohne diese Illusion wäre er auch auf Dauer nicht politisch aktiv geblieben, zumindest nicht bis 33 folgende. Aber jetzt ist ja schon die Frage, Herr Altmaier hat es ja schon auch gesagt, wir kamen ja immerhin aus dem Ersten Weltkrieg, die alte Elite war dahin hinweggefegt, die Monarchie war abgedankt. Wieso ging die denn überhaupt ein und aus bei ihm? Wieso hatte er denn überhaupt noch Möglichkeiten, in diesen Kreisen Politik im Hinterzimmer machen zu können? Naja, also an seiner, wenn Sie so wollen, sozialen und politischen Prominenz war ja für niemanden ein Zweifel. Und wichtig ist ja auch zu wissen, dass die Leute, die dann zur politischen Prominenz am Ende der 20er oder gar in den 30er Jahren gezählt haben, also ich nenne jetzt solche Leute wie Schleicher, wie Papen und dergleichen mehr, die zählten sich ja in der Tat eher zu den wilhelminischen Eliten als sozusagen zu Vertretern und Repräsentanten der Weimarer Republik. Also von daher war das völlig klar, dass er Zugang zu diesen Kreisen hatte. Er hat ihn auch tatsächlich gesucht und aktiviert. Und von daher sind die Leute, glaube ich, auch wirklich gerne seinen Einladungen in den Sizilienhof gefolgt und haben da diniert und dann eben politisch schwadroniert. Aber gab es 1929, 30, 31 fortfolgende überhaupt eine Bereitschaft in der Bevölkerung in Deutschland zur Monarchie zurückzukehren? Also ich sage mal so, bis Ende 1930 hat im politischen Berlin niemand an eine Restauration der Monarchie auch nur gedacht. Dann kam die große Staatskrise. Und im Rahmen dieser Staatskrise war es Reichskanzler Brüning, der auf einmal auf die Idee kam, ob man nicht eventuell durch Einführung der konstitutionellen Monarchie diese Staatskrise besser in den Griff kriegen würde. Und er hat damit, wenn man so will, Geister gerufen, die auf einmal in der politischen Kultur da waren und die man so schnell nicht mehr los wurde. Also auch sein Nachfolger, ich meine jetzt Brünings Nachfolger, der Reichskanzler Papen, hat diese Avancen gehabt, eventuell die Monarchie zu restaurieren. Und deswegen wurde diese Monarchiefrage, so absurd es klingt, in einer bestimmten Situation zu einer Karte im Machtpoker. Und deshalb hatte auch Adolf Hitler diese Karte im Ärmel. Aber, um auf den Kern der Frage zurückzukommen, niemand von den politischen Akteuren hat damals ernsthaft an eine Rückkehr der Monarchie geglaubt. Und ich glaube, auch in der Bevölkerung gab es keinen Wunsch oder jedenfalls keinen nennenswerten Wunsch nach einer Restauration der Monarchie. Allein die Hohenzollern haben von dieser Illusion nicht lassen wollen. Und für die Hohenzollern oder den Kronprinzen war Hitler ein Vehikel, um dahin zu kommen? Naja, also da würde ich sagen, muss man schon beide Seiten betrachten. Es gab eine Zeit, wo Hitler sich durch ein Kooperieren mit den Hohenzollern, insbesondere mit dem Kronprinzen, tatsächlich so etwas wie einen politischen Bedeutungszuwachs versprochen hat. Und umgekehrt, weil der Kronprinz, man kann sogar sagen, bis 1933 der Auffassung war, dass eine Staatskrone ohne Unterstützung der Nazis, ohne Unterstützung Hitlers nicht zurückzuerlangen ist. Und deshalb hat er sich dafür eingesetzt, die Nazis, die NSDAP, einzureihen in das, was er die Einheitsfront der Rechten genannt hat. Sie sollten Teil dieser Habsburger Front, ich habe es ja vorhin auch noch mal in dem Zitat erwähnt, werden. Aber diese Politik war in hohem Maße erratisch.
sodass man sagen kann, schon im Herbst 1933 hat sich etwa das Verhältnis von Hitler und Kronprinz Wilhelm erheblich abgekühlt. Und dann zur eigentlichen Machtergreifung am 30. Januar 1933 und auch in der Zeit unmittelbar davor, dazu haben die Hohenzollern eigentlich nichts Wesentliches beigetragen. Die haben damals den 74. Geburtstag des Kaisers in Dorn gefeiert. Aber wenn man Ihr Buch liest, hat man schon den Eindruck, man muss tatsächlich ja trennen zwischen 32 und 33. Und wenn man gerade dieses Jahr 32 nimmt, hat man schon den Eindruck eines Hauses oder zumindest eines Kronprinzen, Auwe ja sowieso, der sich Hitler und den Nazis an die Brust wirft. Ja, das kann man mit dieser Metapher belegen. Also ich würde es eher anders formulieren. Ich würde sagen, ja, die Nähe des Kronprinzen zu den Nazis war eklatant, vor allen Dingen 1931-32. Da kam es zu einer regelrechten Kollaboration zwischen dem gewesenen Kronprinzen des Zweiten Reiches und dem Möchtegern-Führer eines Dritten Reiches. Weil sich eben beide voneinander einen Bedeutungszuwachs versprochen haben. Aber im Herbst war das sozusagen vorbei. Und es hatte auch was damit zu tun, das muss ich vielleicht noch ergänzen, dass Hitler erst sehr spät begriffen hat, dass der sogenannte Ersatzkaiser, als solcher galt ja Hindenburg, die Hohenzollern hasste und in seiner Eigenschaft als Reichspräsident niemals seine Hand gereicht hätte, um die Restauration der preußischen Monarchie zu ermöglichen. Als Hitler das kapiert hat, sind seine Hohenzollern-Allüren sozusagen schlagmals vorbei. Aber was macht der Kronprinz? Aber beim Kronprinzen eben nicht, wenn man so will. Seine Hoffnungen auf die Nazis sind damit nicht tot, sondern er wartet ab, er stellt sich vielleicht einige Wochen tot. Aber sobald die Nazis dann tatsächlich in den Sattel gehoben wurden, dank Hindenburg, dank Papen, dank Hugenberg und anderer Leute, die eben das ermöglicht haben, ist er sofort dabei. Und seine erste Aufgabe sieht er darin, sich nun zu outen, indem er sich selber zum royalen Aushängeschild der neuen Regierung des Dritten Reiches macht und auch maßgeblich dazu beiträgt, den Herrschaftsanspruch Hitlers an allen möglichen Stellen zu legitimieren. Und jetzt sieht man ihn auch gerne in Begleitung von anderen Nazi-Größen, ob sie nun Göring heißen, Goebbels heißen oder Röhm heißen. Also er versucht das sozusagen auch optisch umzusetzen, ins Bild zu setzen. Und die Nazis lassen ihn auch natürlich eine Zeit lang gewähren, weil das ja für die Absicherung ihrer Herrschaft erstmal nützlich erscheint. Das heißt, nicht nur nützlich erscheint, sondern beispielsweise jetzt auch für die Politik der Gleichschaltung ist solche Begleitmusik selbstverständlich von Nutzen gewesen für die Nationalsozialisten. Aber auch da ist sozusagen das Ende nahe, denn im Laufe des Jahres 1933-34, also in dem Maße, wie sich die Nazi-Diktatur konsolidiert, wird diese Unterstützung für die braunen Machthaber entbehrlich. Und spätestens dann im Sommer 1934, nach dem Röhmputsch, haben sie sich eigentlich von einer Unterstützung gar nichts mehr versprochen und haben alles versucht, um die Hohenzollern auch aus dem öffentlichen Leben, soweit es geht, auszugrenzen. Wenn man jetzt die Frage stellt, was waren denn eigentlich die neuralgischen Punkte, mit denen sozusagen Sie, oder wie würden Sie es bewerten, an welchen neuralgischen Punkten hat tatsächlich das Haus Hohenzollern oder der Kronprinz den Nazis auch geholfen? Also war das die Auftritte bei Stahlhelm? War es auch die Idee zu sagen, hey, ich kandidiere gegen Hindenburg und wenn ich das schaffe, wirst du Reichskanzler? Das hat ja dann der Kaiser verboten. Also sind es diese Momente, wo man sagt, ah, okay, hier wird deutlich, er wäre mit denen gegangen.
Also erstmal muss man sagen, dass sich diese Dinge ja alle im Geheimen abgespielt haben. Sowohl die Kandidatur für die, als Reichspräsident, als auch diese Absprachen, wenn ich Reichspräsident werde, dann werden Sie mein Kanzler und so weiter und so weiter. Das ist ja nie öffentlich kommuniziert worden. Das war ja nie in der Öffentlichkeit als eine Option. Und von daher ist es eben mit der Bewertung, was hatte das eigentlich für machtpolitische Auswirkungen, so unglaublich schwierig zu rekonstruieren, weil das eben nicht öffentliche geheime Absprachen waren, von denen sich aber, und das ist erwiesen, beide Seiten was versprochen haben. Also beispielsweise die Kandidatur des Kronprinzen gegen Hindenburg ist ja nicht an Hitler gescheitert, der gesagt hat, na, gucken wir mal, vielleicht kann das irgendwie was werden. Nicht ganz ausschließen, sondern an seinem Vater. Der hat das sozusagen rigoros verboten. Und Wilhelm Kronprinz war nicht Manns genug, zu sagen, ich ziehe das jetzt trotzdem durch. Egal, was der Alte in Dorn sagt, ich ziehe das jetzt durch. Und da komme ich wieder auf das zurück, was ich vorhin schon mal gesagt habe. Er war eben keine politische Führungsfigur, sondern so ein Möchtegern-Politiker, der halt eben mit den Nazis mitschwimmen wollte, der sich davon was versprochen hat, auch zur Aufrechterhaltung seines fürstlichen Daseins. Aber der enragierte, ideologisch total auf Linie seiende Politiker ist er nie gewesen. Jetzt kommt man natürlich dann doch zu der entscheidenden Frage. Ich weiß, dass Sie die nicht mögen, weil es eine juristische Frage ist. Aber hat der Prinz, so lautet ja die juristische Frage, den Nazis erheblichen Vorschub geleistet? Ich formuliere es mal anders, weil ich schon weiß, dass Sie sagen, darauf antworten Sie nicht. Deswegen formuliere ich es mal so rum. Doch, dann sagen Sie, Sie mögen das erheblich nicht. Ich frage jetzt mal anders. Hatte es Hitler leichter mit den Hohenzollern? Ja. Ja, also Hitler hatte es sozusagen leichter mit allen Kreisen, die ihn unterstützt haben. Und die Nazis haben ja regelrecht um diese Unterstützung gebuhlt bei den Großindustriellen, bei der konservativen Elite, bei der Reichswehrführung etc. pp. Und natürlich eben auch bei den entthronten Herrscherhäusern, namentlich eben auch bei Preußen, aber nicht nur. Also denken Sie etwa an das Haus Coburg. Die haben sich ja auch gleich, und zwar viel, viel früher noch, entschieden auf die Seite der Nazis gestellt. Insofern, ja, es hat Hitler die Sache erleichtert, aber ich bin weit davon entfernt, mich zu dieser Frage der erheblichen Vorschubleistung zu äußern, weil, ich wiederhole es nochmal, das ist ein unbestimmter Rechtsbegriff. Und selbst gestandene Juristen geraten ins Schwitzen, wenn sie mit denen über diese Frage diskutieren. Und das ist nicht die Aufgabe des Historikers, diese Sachen zu entscheiden. Ich vertraue da einfach der Judikatur, dass sie da einen guten Weg finden wird. Und insofern werde ich mich zu einem solchen Präjudiz nicht verstehen. Deswegen habe ich es versucht mit einer Kurve. Ich könnte auch sagen, hätte es Hitler ohne die Hohenzollern an die Macht geschafft. Naja, wieso? Hätte. Also, die letzte Wegstrecke zur Machtergreifung haben definitiv Hitler andere Leute gespurt. Ich habe vorhin schon ein paar erwähnt, Papen, Hugenberg etc. pp. Und natürlich vor allen anderen Hindenburg. Denn Hindenburg war der entscheidende Machtfaktor. Nicht nur als Reichspräsident, weil er 1933 den Reichskanzler mehr oder weniger sogar schon aus eigener Machtvollkommenheit ernennen konnte, sondern auch als Symbolfigur der Rechten, gegen die das symbolische Kapital der Hohenzollern eigentlich ein Nichts war. Und insofern kann ich nur noch mal wiederholen. Es ist eigentlich komisch, dass wir so viel über diese Nebenfiguren reden, aber diesen Hauptverantwortlichen, Hindenburg, eigentlich viel zu sehr vernachlässigen und außen vor lassen.
aus historischer Sicht im anderen, in der Debatte gerade im Moment, sind natürlich die Hohenzollern interessanter. Haben Sie denn jetzt durch das Studium der Dokumente und Belege nochmal eine Erkenntnis gewonnen oder ist Ihnen noch was verdeutlicht worden oder eine Erkenntnis vertieft worden, die Sie vorher nicht hatten? So würde ich das erstmal nicht sagen, weil ich sehe den, wenn Sie so wollen, den Mehrwert meines Buches darin, dass es eigentlich der erste Versuch ist, auf der Grundlage alles verfügbaren Materials den Sachstand darzulegen, der die Beziehung speziell des Kronprinzen zu den Nazis charakterisiert. Darin sehe ich vor allen Dingen den Mehrwert, dass jetzt eben einfach eine differenzierte, eine dichte Darstellung da ist, die dann jetzt auch juristisch bewertet werden kann. Darin sehe ich zuallererst den Sinn und Zweck dieses Buches. Und das inhaltliche Fazit ist, ich habe es ja schon angedeutet, ja, die Beziehung des Kronprinzen zu den Nazis war eklatant, 1931-32, Kollaboration etc. pp., aber sie war eben auch erratisch. Und in meinem Verständnis ist der, ja, schlimmere Sündenfall des Kronprinzen eigentlich da drin zu sehen, dass er dann nach dem 30. Januar den Nazis hinterhergelaufen ist, dass er antichambriert hat und dass er in gewisser Weise natürlich auch monarchische Grundprinzipien verraten hat. Wie beispielsweise den Anspruch jeder Monarchie überparteilich zu sein. Das hat er gleichsam für ein Linsengericht verscherbelt. Und dieser Kotau vor Hitler, ich glaube, damit haben sich die Hohenzollern nicht nur einen Bärendienst erwiesen, sondern sich unsterblich blamiert. Jetzt ist ja in der Betrachtung der Gerichte natürlich der Kronprinz wichtig. Aus historischer Betrachtung ist es aber eigentlich ja nicht nur der Kronprinz, sondern eigentlich, wenn man jetzt, wie gesagt, der Bruder, überzeugter Nationalsozialist, eingetreten in die NSDAP, auch der alte Kaiser, war Hitler gegenüber ja nicht abgeneigt. Also müsste man nicht die ganzen Hohenzollern betrachten? Ja, absolut. Es ist nicht das Thema meines Buches. Ich habe ja schon erklärt, wie das zustande gekommen ist. Aber das wäre in der Tat gut. Und das ist auch das, was ich mir von diesem Buch ein bisschen erwünsche, dass es so einen Anstoß gibt, das Feld jetzt nun wirklich flächendeckend auch auszuleuchten, diesen blinden Fleck. Und Sie haben vollkommen recht, auch der Kaiser in Dorn und vor allen Dingen seine zweite Ehefrau, die sogenannte Kaiserin Hermine, hatte ja große Sympathien für die Nationalsozialisten, ist da auch in einschlägigen Kreisen in Berlin verkehrt. Und das ist das, was ich mir wünschen würde, dass dieser Fokus sich erweitert, sodass wir dann wirklich Klarheit haben über diese Beziehung. Das ist ja jahrelang in der Forschung kein Thema gewesen, leider. Und jetzt durch die Eskalation des Hohenzollernstreites wird sozusagen die Historiografie wieder auf dieses Desiderat zurückverwiesen und ich hoffe, dass da was draus folgt. Es ist ja, wir beide haben uns da viel drüber unterhalten, weil das ist ja, was ja so oft gesagt wird, dass eben Geschichte nicht Geschichte ist, sondern eben in die Gegenwart reinreicht. Und da haben wir uns irgendwie auch amüsiert drüber, dass es doch eigentlich eigenartig ist, dass wenn doch die Hohenzollern jetzt insgesamt so offenkundig doch nazifreundlich waren, warum sich die Politik heute eigentlich so irre schwer tut, dieses Thema zu lösen und den Kulturbesitz oder die Wünsche in Kulturbesitz zurückzuübereignen, denen entgegentritt. Ja, das liegt einfach daran, dass das Problem, mit dem die Politik in dem sogenannten Kulturgüterstreit konfrontiert ist. Man muss ja dazu sagen, wissen das eigentlich alle im Raum, diese beiden Streits, die sich quasi überlagern? Ne? Weiß ich nicht, ob das alle im Raum sind, aber auf der Homepage beispielsweise habe ich das sehr präzise auseinander
klamüsert gesehen. Und insofern weiß ich jetzt nicht, ob wir das nochmal erläutern müssen. Aber wichtig ist, wie gesagt, das Problem, mit dem die Politik konfrontiert ist, hat eigentlich mit der Nazi-Vergangenheit der Preußen wenig bis fast gar nichts zu tun. Weil diese Problematik reicht sozusagen weit in die Zeit vor 1933 zurück. Genauer gesagt bis zur Deutschen Revolution von 1918. Da ist ja die Monarchie zwar gestürzt und eine demokratische Republik ist an ihre Stelle getreten, aber die Herrscherdynastie, das war ja so ein Staat im Staate, der ist eben nicht konsequent abgewickelt worden, beispielsweise wie die Habsburger in Österreich. Sondern hier kam es zu ganz merkwürdigen Kompromissen oder zu ganz merkwürdigen Konzilianzen, beispielsweise durch Ebert, der den Hohenzollern schon 1919 eigentlich, wenn man so will, die Hand zur Versöhnung und zur Entschädigung oder zum Schadensausgleich gereicht hat, indem er die Schlösser vor feindlicher Übernahme geschützt hat, indem er dem nach Holland geflohenen Kaiser ja tonnenweise Kultur- und Luxusgüter hinterhergeschickt hat. Und, was auch wichtig ist und oft vergessen wird, Ebert hat ja dafür gesorgt, dass der Staat noch jahrelang dem ex-kaiserlichen Haus Apanagen gezahlt hat. Also ihr fürstliches Gehalt wurde sozusagen weitergezahlt, trotz Revolution. Ein Sozialdemokrat hat das gemacht, sozusagen. Ebert, Friedrich Ebert, einer der Gründungsväter der Weimarer Republik. Na, das muss man sich ja immer noch mal so vor Augen führen. Okay, das heißt, das es wurde damals nicht so richtig streng gehandelt. Richtig, ne? Also es wurde einfach nur es wurde nicht abgewickelt. Und das ging ja dann weiter. 1926 hat dann ein demokratisch verfasster Staat, wohlgemerkt, Preußen, unter einem sozialdemokratischen Ministerpräsident, nämlich Otto Braun, ein Entschädigungsgesetz erlassen, das man durchaus als Hohenzollernfreundlich bezeichnen kann. Und damals wurden Besitztümer entweder den Preußen belassen oder rückübertragen oder was auch immer, die man beispielsweise heute im Museum in Charlottenburg als Eigentum oder Leihgabe des Hauses Hohenzollern bewundern kann oder sich ansehen kann. Also das heißt, die Politik ist heute mit einer veritablen Altlast konfrontiert, also einer Erblast der Weimarer Republik, wenn man so will, weil man nicht genau weiß, wie man mit diesen Bestimmungen dieses Entschädigungsgesetzes oder sagen wir besser mit der rechtlichen Bindekraft dieses Entstehungsgesetzes, wie man damit umgehen soll. Ob man diese Kulturgüter in Staatseigentum überführen kann oder ob da nicht ganz große rechtsstaatliche Barrieren sind, die das verunmöglichen. Darüber verhandelt man in der Tat, ich glaube, seit der Wiedervereinigung, seit 1990, um diese Kuh vom Eis zu holen. Aber die Kuh will offenbar. Und jetzt, wo die Augen der Öffentlichkeit mehr denn je darauf gerichtet sind, will die Kuh das, glaube ich, noch finden. Also um es in meinen Worten zu sagen, weil damals Ebert und nachher Braun so Hohenzollern freundlich waren oder doch der Monarchie gegenüber so freundlich eingestellt waren und sich nicht getraut haben, das Ding richtig abzuwickeln, ist das Problem entstanden. Und wie immer mit Problemen, wenn man sie nicht gleich löst, verschwinden sie nicht, sondern sie kommen irgendwann wieder, in diesem Fall 100 Jahre später. Richtig. Also ich würde es nicht so personalisieren, obwohl ich jetzt diese Namen genannt habe. Ich bin ja dann doch Journalist, da muss ich so Schlagzeilen haben. Weil das Entschädigungsgesetz von 1926 ist ja auf legalem Wege zustande gekommen. Also Otto Braun hat da ein bisschen nachgeholfen, indem er ja seine Genossen da zu der Abstimmung nach gerade prügeln musste. Aber die sind gar nicht so gerne gekommen, sondern teilweise auch zu Hause geblieben. Aber im Prinzip haben sie recht. Gut, das heißt, wir müssen also, wie Sie so schön sagten, mit diesen Altlasten umgehen.
Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch. Ich nehme aus diesem Gespräch mit, dass wir die Monarchie, dass wir zwar die DDR abgewickelt haben, aber nicht die Monarchie. Das ist also noch etwas, was noch vor uns liegt. Das ist auch eine gute Schlagzeile. Was ich interessant fand, nochmal in der Betrachtung auch dieses Buches, was wirklich eben eigentlich ein, also heute würde man sich wahnsinnig freuen, wenn man sowas drehen könnte, weil es ein Blick in die Hinterzimmer ist und genau die Strippenzieherei, wer hat wann was mit wem besprochen und welche Pläne geschmiedet und was ist daraus entstanden und was hat sich wieder verändert, dann denkt man so, aha, die Menschheit hat sich dann auch nicht so wahnsinnig verändert. Und das ist nämlich interessant bei der Betrachtung historischer Ereignisse, wenn ich mir überlege, wie schwer wir uns ja heute schon tun, Gegenwartsdinge zu betrachten. So, und uns darauf zu einigen, was ist denn jetzt wirklich passiert und welche Perspektive ist die richtige und was ist denn jetzt nun die vermeintliche Wahrheit und was ist denn die Realität und was ist jetzt ideologisch gefärbt. Wie kommen wir auf die Idee, dass wir das mit der Historie könnten, wo wir ja alle nicht dabei waren, wo wir alle nicht erspürt haben, wie sich das in diesem Moment angefühlt hat, sondern letztendlich uns ja nur durch Dokumente irgendwie versuchen können, diese Zeit näher zu bringen. Und das ist das, was Sie versucht haben, das Bild dieser Zeit zu zeichnen. Herzlichen Dank an dieser Stelle. Und ich kann nur empfehlen, lesen Sie das Buch. Und dann hat man einen guten Einblick in diese Zeit. Dankeschön. Ja, super. So, sehr verehrte Gäste. Ich nochmal. Sie haben es leider noch nicht ganz hinter sich. Aber ich habe eine gute Nachricht. Wenn Sie jetzt dieses Gebäude verlassen, und zwar nicht dort, wo Sie reingekommen sind, vorne, sondern nach hinten raus in den wunderschönen Garten, gibt es nach der geistigen Erfrischung jetzt auch körperliche Erfrischung. Also sozusagen den berühmten kleinen Umtrunk, zu dem ich Sie im Namen aller Protagonisten hier sehr, sehr herzlich einlade. Die Damen und Herren von der Presse, Funk und Fernsehen, wie es so schön heißt, die sich für die kleine PK akkreditiert haben, darf ich bitten, um 19.15 Uhr im Raum direkt neben diesem Raum, also Sie gehen hier raus und nehmen die erste Tür auf der linken Seite, sich also um 19.15 Uhr dort einzufinden, die genauen Daten bzw. die Rahmenbedingungen der kleinen PK sind Ihnen ja mitgeteilt worden. Ansonsten danke für Ihr aller Kommen und haben Sie noch einen schönen Garten. Ich hoffe, Sie können noch ein bisschen bei uns bleiben. Einen schönen Garten, sage ich. Einen schönen Abend im Garten. Applaus